Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der ÖVP Salzburg. Die Stimmung hier im Stiegelkeller ist wieder einmal einzigartig und ich danke euch allen, dass ihr unsere Einladung hier zu unserem traditionellen Roberti-Treffen im schönen Stiegelkeller im schönen Salzburg gefolgt seid. Liebe Freunde, die ÖVP Salzburg ist die treibende Kraft im Land. Die ÖVP Salzburg ist die treibende Kraft in der Regierung, aber es genügt nicht, wenn wir das wissen. Und es ist unsere Aufgabe, die Aufgabe jedes Einzelnen von uns, das hinauszutragen und zu verbreiten. Und ich muss euch eins sagen, es ist schön, wenn man die jungen Leute in der Tracht wieder sieht. Ich bin heute Linzergassen runtergegangen. Es ist nett, wie die alle zum Roberti-Kirchtag wieder kommen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin stolz, Salzburger zu sein. Liebe Freunde, wir haben heuer eine durchaus spannende Fußball-Weltmeisterschaft erlebt. Lasst mich die Ziele der Stadt-ÖVP in der Fußballsprache formulieren. Bei der letzten Wahl ging es darum, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen und ins Finale, in die Stichwahl zu kommen. Beim nächsten Mal geht es um mehr. Beim nächsten Mal wollen wir nicht nur die Stichwahl kommen, wir wollen Erster werden, wir wollen Bürgermeister werden. Liebe Freunde, abschließend herzlich willkommen in der schönsten Landeshauptstadt Österreichs. Schönen guten Abend, lieber Herr Bischofsvikar, liebe Freunde, verehrte Damen, liebe wunderbare Trachtmusikkapelle aus Hof. Es ist jedes Mal wieder ein Vergnügen mit euch, durch die Festungsgasse herauf zu marschieren, dann durch das Stiegenhaus hier reinzukommen in den Saal. Das Roberti-Treffen der ÖVP ist nicht nur ein Stammtisch, Toni. Das ist ein Familientreffen, ein Treffen der Zusammengehörigkeit, der Freundschaft, der Begeisterung, des Gefühls, gemeinsam etwas bewegen zu wollen. Es ist ein Treffen an unserem Landesfeiertag, ein Treffen zu Roberti, beliebt durch den Kirchtag, und es ist fast immer schönes Wetter. Ich habe ein paar Dinge gelernt aus der Befassung mit Franz Rehrl und Josef Klaus, die ich auch zu meinem persönlichen Leitsatz in der politischen Arbeit machen möchte. Erstens, wenn du wirklich willst, kannst du alles erreichen, in der Sacharbeit, aber auch politisch. Ich will viel erreichen in der Landesregierung, in der Sacharbeit. Wir haben gezeigt, dass wir es auch bei unmöglichen Projekten wie Winzgerbahn ist heute schon gefallen, möchte es jetzt nicht strapazieren, dass wir das zusammengebracht haben. Wir haben es zusammengebracht. Es ist wirklich ein Roman an Hindernissen und Boykottmaßnahmen, aber es ist gelungen. Wenn man wirklich will, dann kann man das schaffen. Und wenn man wirklich will, kann man auch die ÖVP zur Nummer 1 im Land Salzburg und mich zum Landeshauptmann machen. Ich will das. Ich will das. Und ihr wollt es mit mir, das merke ich an eurer Reaktion. Und wir sollten wieder mal in den Vordergrund rücken, dass es viele, viele junge Leute gibt und viele Damen und Herren, Männer und Frauen, die einfach fleißig sind, was arbeiten wollen, was weiterbringen wollen, was schaffen wollen, Eigentum schaffen wollen, ihren Kindern eine Ausbildung ermöglichen wollen. Das müssen wir wieder in den Vordergrund legen, dass es keine Schande ist, fleißig zu sein. Mit einer vollen Beschäftigung, Arbeit für alle, Wohlstand für alle. Das ist keine Vision, das ist möglich. Und wir haben es in unserer Geschichte oft bewiesen, dass wir das können. Ein Ziel, das auch ein Herz für die Schwachen hat. Ein Ziel, das in den Mittelpunkt Leistung und Selbstverantwortung stellt. Das sind die Ziele und die lassen wir uns nicht ausreden. Leistung und Leidenschaft für Salzburg. Wenn wir das drinnen haben, und wir haben das drinnen, das weiß ich ganz genau, dann sind wir nicht aufzuhalten. Wir sind nicht aufzuhalten. Danke.